Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains Sim World 5, der Dennis spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke Lübeck, Hamburg, Hamburg, Lübeck und haben die Aufgabe, unseren Fernzug bis nach Hamburg zu fahren. Es handelt sich wieder mal oder neuerlich um eine Vorstellung, um ein Infovideo. Und zwar möchte ich euch heute ein Soundmod vorstellen von dem lieben Miron, downzuladen auf der Seite www.trainsimcommunity.de. Link bekommt ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Und es handelt sich um den Soundmod für den ICE 3M, auch bekannt als BR406. Und ja, der ist seit kurzem veröffentlicht. Von dem lieben Miron und ja, den möchte ich euch heute vorstellen. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, habt Lust daran und euch gefällt es. Wir gehen so langsam zum Bahnhof. Unser ICE steht dort schon. Es ist ein offizielles Fahrplanszenario, welches wir hier fahren. Es ist, glaube ich, 14:14 die Uhrzeit. Es ist, wie gesagt, ein offizielles Fahrplanszenario und ja. Wir sind gerade dabei, jetzt unser Zug hier aufzurüsten, die Fahrgäste aussteigen zu lassen. Links dran steht noch ein IC, der wahrscheinlich gleich noch weiterfahren wird oder gleich die Fahrtrichtung wechseln wird, weil aktuell ist der noch geschoben worden, wie man unschwer erkennen kann. Einmal an die Schlussleuchte und einmal an den Stromabnehmer. Und ja, wie gesagt, hier ist einiges los an dem Hauptbahnhof. Ihr seht das. Und ich würde sagen, wir legen los, verlieren keine Zeit. Der vorne steht auch noch ein IC, ein RE steht da noch. Nee, das ist doch ein PBZ, was da steht, oder? Das ist ja gar kein RE und ein IC, das ist ein PBZ. Stimmt, das ist ein PBZ, sehe ich jetzt erst. Aber ohne Lok. Das ist einfach ein abgestellter PBZ. Zweimal, das einmal Dosto-Sandwich oder gar nicht, IC-Sandwich. Also Dosto-Parks, zwei Dosto-Wagen im IC-Sandwich. Ohne Lok. Wahrscheinlich einfach hier abgestellt worden erstmal und da vorne wartet die Lok, eine Vectron, wenn ich mich nicht ganz täusche. Im MRC-Look, oder? Bin ich da jetzt komplett. Nee, das ist eine Taurus. Das ist eine Taurus im MRC-Look. Genau, jetzt sehe ich es auch, ja. Eine Taurus. Sah von Weitem aus wie eine Vectron. Kann sein, dass sie jetzt weggefahren ist oder dorthin fährt und den Zug gleich mitnimmt. Das wissen wir nicht. Wird sich vielleicht gleich alles zeigen, wenn ich den Fotomodus verlasse. Ach, eine 218 steht ja auch noch mit ihrem RE. Da steht eine 628, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Nee, eine 928 nach Kiel. Wie gesagt, wir haben auf jeden Fall die Aufgabe, unseren ICE hier bis nach Hamburg zu fahren, ihn aufzurüsten, die Fahrgäste einsteigen zu lassen. Und ich würde sagen, damit beginnen wir jetzt. Genau, machen noch ein schönes Foto. Es sieht aus, als ob die Sonne gleich untergeht. Es ist aber mitten am Tag. Das sei euch auf jeden Fall mal gesagt. Genau, ich würde sagen, los geht's. Die Schlussleuchten, das hat so ein bisschen was von Terminator, oder? Ist von diesen Cyborgs. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn man da so guckt. Aber das ist auch nur meine Theorie. Wir machen ein kleines Foto und dann würde ich sagen, los geht's. So, Fahrtrichtung werden dann nach vorne verlegen. Türen auf. Führerstandsbeleuchtung braucht man nicht anmachen, aber die Spitzensignale an müssen Sicherungssysteme einstellen. Und da wäre PZB, LZB, PZB, SIFA. Dann sind wir hier fertig. Die AFB stellen wir natürlich am Display ein. Und zwar machen wir das mit der Taste 9. Und der Taste 6 und gehen dann wieder mit der Taste 0 aufs Grundbild. Damit ist die AFB eingestellt, beziehungsweise aktiviert. Einstellt tun wir sie jetzt. Und zwar vorläufig auf 40, wie gehabt. Und der RE mit der 218 hat Ausfahrt, hat aber noch Wartezeit am roten Signal. Wahrscheinlich wegen uns, würde ich jetzt mal tippen. Wir können ja noch mal kurz nach dem PBZ schauen, was die Taurus macht. Ob die sich schon irgendwie in Bewegung setzt, das sieht aber aktuell noch nicht so aus. Wir haben eh noch eine Minute Wartezeit. So, die Taurus scheint im Moment noch kein Anstalten zu machen, sich irgendwie zu bewegen. Ja, es ist der 20. Oktober, da kann man sich wohl schon mal eine Jacke anziehen. Wobei es aktuell ja dieser Tage doch noch wieder relativ
mild ist, möchte ich sagen. 19 Grad hatten wir heute. Jo. Also so kalt ist es dann auch nicht. So, wir haben jetzt hier gleich Ausfahrt in 30 Sekunden mit unserem modernisierten, soundmodernisierten ICE 3M BR406 auf dem Weg nach Hamburg. Nonstop 14:59 sollen wir dort einfahren. Schauen wir mal, ob das hinhaut, ob wir keine Fehler machen und solche Dinge. Aber ich gehe da mal nicht von aus. Fakt ist, wir werden die Türen jetzt gleich verschließen, und zwar rechts. Und werden es dann auf dem Weg machen. So, man muss ein bisschen näher rangehen, damit man den Türsound hört. Aber was ihr jetzt auf jeden Fall hören werdet, ist den Fahrsound. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Bin da mal still. Wunderschön, wunderschöner Sound. Wunderschön, das kommt dem Vorbild sehr nah, muss ich wirklich sagen. Da fehlt nicht mehr viel, also ist jedenfalls meine Meinung. Weiß nicht, wie ihr das seht, ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, wie ihr den Soundmod findet. Lasst gerne euer Feedback da, das würde dem Miron auch sehr helfen, der das Ganze ja schließlich entwickelt hat oder gebaut hat, wie auch immer man das nennen mag. Ja, es müsste jetzt gleich 90 kommen. Das ist gerade schon mal ein bisschen angespielt. Sie dürften jetzt gleich, genau, da ist es schon. Drüber das. Dann hören wir uns mal so ein bisschen den In-Sound an. Oder den Sound von innen. Also, ich finde, es kommt dem Vorbild relativ nah, muss ich wirklich sagen. Schön links der Hauptstrecke, rechts der Hauptstrecke. Da müsste jetzt auch gleich irgendwo ein RE auftauchen, der gleich links unten fährt. Da kommt er schon. Vorhin war das meine Lok, also mein Repaint, was ich mal hochgeladen habe, aber diesmal ist es, glaube ich, eine andere Lok. Ja. Vorhin war es meine 146. Die ich irgendwann mal gemacht habe. Da hatte ich, glaube ich, noch 19.500 Abonnenten. Da habe ich das mal gemacht. Die ist ja witzigerweise auch immer mal wieder dabei als KI-Zug. Aber diesmal war es eine 143, wenn ich da richtig geschaut habe. So, jetzt dürfen wir gleich schon in die höheren Geschwindigkeiten. 140. Wenn wir da gleich irgendwo auf der Hauptstrecke sind, da werden wir wahrscheinlich dann auch 160 und 200 fahren auf die Schnellfahrstrecke drauf. Der jetzt hier noch so ein bisschen abseits der Hauptstrecke, aber ich denke, das wird sich gleich ändern. Wunderschön, diese Sonne, wie die Sonne da oben steht. Wie gesagt, ihr seht ja selber die Uhrzeit. Es ist mitten am Tag und es sieht so aus, als ob die Sonne gleich untergeht. Das finde ich am 20. Oktober doch ein bisschen arg früh. Aber ja, es ist, wie es ist. Kommen jetzt gleich die höheren Geschwindigkeiten, immer 140 immerhin schon. Die ziert sich aber noch etwas, wie ihr gesehen habt. Sie springt noch ein bisschen zurück. Jetzt hat es aber, glaube ich, keine Chance mehr. Während wir hier an den Hochblöcken vorbeifahren, schon am 140, das ging ganz schnell. Also hier rechts die Blöcke. Und
schon atemberaubend aus wie Frankfurt, die Hochhäuser. Weil das sind wahrscheinlich mehr so Sozialbauten. Sozialwohnungen würde ich jetzt mal tippen. Ja, gehe ich mal von aus. Wunderschön. Also komplett anderer Sound, finde ich. Es gibt den Sound dann allerdings natürlich auch, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, auch für den, für die BR403, also für den anderen IC3. Also es gibt ihn jetzt nicht nur für den 406, sondern auch für den 403. Wenn ihr da vielleicht lieber mit fahrt, das ist dann sei natürlich euch überlassen, aber es gibt sie für beide Varianten. Genau. Wie gesagt, kostenlos auf der Seite www.jadesimcommunity.de bei Sounds. Dort findet ihr das. Sofern noch nichts Neues veröffentlicht wird, ist das der erste Punkt oder der erste Mod, den ihr da findet, ist dann der Soundmod für die beiden IC3-Varianten von den lieben Miron. Grüße an dieser Stelle. So, nach wie vor 140. Ich habe das wirklich das Gefühl, dass es bald dunkel wird. Das sieht wirklich so aus, als ob die Sonne gleich sagt, ja, ich habe genug getan, die letzten 6 Stunden oder 5 Stunden, 6, 7 Uhr oder 8 Uhr geht die Sonne ja erst auf. Mittlerweile so richtig, so 4, 5, ja gut, 6 Stunden habe ich genug getan. Ich habe jetzt Feierabend. So habe ich das Gefühl, dass die Sonne gleich untergeht. Das gibt dem Ganzen irgendwie so ein bisschen Flair hier, weil so viel Schatten hier ist, so viel dunkel und dann doch wieder hell, weil die Sonne ja doch noch scheint und das hat schon. Also Herbst ist schon auch eine schöne Jahreszeit, finde ich, vor allem von den Farben her. Wenn ihr die Bäume euch so an, wenn ihr euch die Bäume so anschaut, das sieht wirklich wunderbar aus. Wenn die Sonne da noch so drauf scheint, das hat schon irgendwie einen magischen Touch, finde ich. Aber das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Der eine mag den Sommer lieber, den Winter oder den Herbst, den Frühling. Ich sag mal so, ich bin für Sommer und Herbst. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Jetzt haben wir Rot. Das ist jetzt unerwartet. Na gut, da können wir schon mal die Bremsen testen, wie sich das anhört. Weil wir müssen mit Sicherheit jetzt gleich unter 85 wegen dem gelben Vorsignal, was garantiert gleich kommen wird. Jetzt noch nicht, aber das nächste wird es sein. Und da können wir ruhig schon mal eine Runde vorbremsen. Weil das rote Signal sieht auch nicht mehr so weit weg aus. Nicht, dass wir dadurch einen dummen Fehler, nur weil wir zu schnell waren, nicht mal rechtzeitig bremsen können. Das wäre eher doof. Und dann ist der Fahrplan auch komplett im Argen. Ach, wir haben grün wieder. Jetzt haben wir wieder einen Hänger, das ist doch. So, dann können wir ja wieder aufschalten. War wahrscheinlich kurzzeitig jemand auf unserem Gleisblock, deswegen hatten wir rot. Irgendein Nahverkehrszug, der da wahrscheinlich sich noch auf unserem Gleisblock befand, der jetzt an die Seite gefahren ist, vielleicht irgendwo an einem Bahnsteig, wahrscheinlich jetzt an einem Bahnsteig, ne, der muss ja hinter Bahnsteig. Der Bahnhof irgendwo sich befinden, weil wir haben ja nach dem Bahnsteig rot gehabt. Und dann musste irgendwo, ist er wahrscheinlich jetzt an die Seite gefahren. Güterzug oder sowas, oder Nahverkehrszug. Irgendwie sowas wird es gewesen sein. Vielleicht überholen wir den ja auch gleich, kann ja sein. Wieder rot. Also der scheint uns im Moment hier im Weg zu stehen. Der gute Kollege.
wird das uns ein wenig behindert. Und da das ein offizielles Fahrplanszenario ist, ist das, glaube ich, mit dem Züge entfernen nicht machbar. Oder? Aber das ist ja auch blöd. Das hat ja mit Realismus nichts mehr zu tun. Man kann ja im Vorbild auch nicht einfach die Züge, andere Züge entfernen. Von daher müssen wir das halt so hinnehmen, dass wir zwischendurch mal HP0 haben, weil sich irgendwo einer auf unserem Gleisblock befindet, der da wahrscheinlich nicht rechtzeitig wegkommt. Wir können mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Vielleicht sehen wir da was. Der ist das. Stoppziel. KI-Zugdiensten RE8. Der befindet sich auf unserem Fahrweg, wenn ich das richtig sehe. Und wenn er da jetzt hält an dem Bahnhof, der hat ja sein Stoppziel erreicht, dann müssen wir ja eigentlich ihm wieder dran vorbei. Durch einen Gleiswechsel oder so, sonst hat es ja keinen Wert. Bin gespannt, wie das jetzt gelöst wird. Aha, also erstmal rot. Wenn sich das jetzt, wenn der sich da jetzt nicht verdünnisiert, bleibt das rot. Also müssen wir wahrscheinlich warten, bis der RE8 seinen Halt beendet hat und weiterfährt. So werte ich das jetzt mal. Also haben wir einen RE8 vor uns, der uns im Moment ein bisschen auffällt. Das ist eigentlich unüblich. Normalerweise haben wir als Fernzug ja Prio. Aber wahrscheinlich kann der im Moment nirgends woanders hin. Ja, ist genau vom Bahnsteig. Das rote Signal. Ist genau wegen dem RE8. So, da vorne ist das gelbe Vorsignal. Das erkennt man schon von weitem. Können wir ruhig mal unter 85 bremsen. Sifa. Natürlich die Sifa-Bremse drücken. Gehen wir mal. Dann gehen wir noch tiefer. Ich schon mal runter, unter 60 zumindest. So, jetzt haben wir wieder grün. Aber wir bleiben erstmal bei 70, weil wir haben jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Das war zu viel, das wollte ich nicht so. 80 erstmal, weil wir stehen nach wie vor noch unter Beeinflussung. Das ist das nächste rote Signal. Das ist doch im Moment ein bisschen trügerisch hier. Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir haben ein haltzeigendes Signal vor uns und weil im Moment unser Gleisblock besetzt ist, müssen wir zu einem ungeplanten Halt kommen. Wir werden unsere Reise aber zügig wieder fortsetzen. Nämlich jetzt. So, wir warten jetzt erstmal, bis wir uns befreien können, würde ich sagen. Geben wir dem RE8 mal ein bisschen Vorsprung. Weil das ist nämlich wieder ein rotes Signal. Also der ist im Moment echt im Weg. Wenn man das mal so sagen darf. Da steht wahrscheinlich der gegen RE8. Der RE8 nach Lübeck. Oder ist das der RE8? Was war das der? RB81? Egal. Man
Anscheinend ist er uns vor, also vor die Füße weggefahren, dann können wir hier wieder aufschalten. Fortsetzen. 14:59 sollen wir da sein. Gute halbe Stunde haben wir noch. Ich sollte für 36 Kilometer eigentlich hinhauen. Ich wollte gerade sagen, da wird es zügig durchkommen, aber da haben wir das nächste rote Signal. Das ist doch wirklich traurig im Moment wieder. Ist das immer noch der RE8? Im Moment sehe ich gar nichts in mir. Da, oder? Komisch. Jetzt befreit oder was ist jetzt überhaupt Sache? Ach, hä? Mich jetzt komplett verarschen hier? Sieferzwangsbremsung, was ist denn jetzt falsch hier? So. So. Vielleicht haben wir ja Glück und können jetzt durchfahren zu dem RE8. Ja, nicht mehr so dicht auf den Fersen sind oder er irgendwo an die Seite gefahren ist oder sonst was. Na, schade, grad, schade. Damit hat sich das dann auch schon wieder erledigt. Ich glaube, das wären noch lange, lange 30 Kilometer. Ah, nervt das. Halt so. Das ist ja im Vorbild auch so, das ist halt leider nochmal so im Bahnalltag, dass man immer mal wieder HP0 hat, weil sich irgendwo jemand auf der Strecke befindet, auf dem Gleisbrück befindet. Das hatte ich gestern auf der Rückfahrt von Koblenz durchaus auch des Öfteren im RE5, dass wir immer mal wieder an Bahnhöfen längere Zeit stehen geblieben sind, weil sich ein Zug oder weil ein anderer Zug Vorfahrt hatte und dementsprechend mussten wir natürlich warten. Dem ein bisschen Vorsprung geben, logischerweise. Und wie gesagt, des Öfteren kommt sowas vor. Also es ist halt leider normal Alltag bei der Deutschen Bahn. Und daher kommen dann auch immer mal wieder Verspätungen. Wenn man eh schon Verspätung hat, dann ist man den anderen Zügen natürlich im Weg, weil die ja auch nach ihrem Fahrplan fahren. Und ja, so summiert sich das dann. Hat man ruckzuck eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde voll. Wir hatten gestern auch, sollten acht eigentlich 16, ne, gar nicht, 18:53 in Wesel sein. Schlussendlich waren wir dann 19:15 in Wesel. Also es waren dann wieder gute 20 Minuten, die wir da zu spät waren. Durch solche Sachen summiert sich das halt und ruckzuck hat man da Verspätung. Und
Und dann gibt es natürlich noch das Szenario, was menschengemacht ist, in Form von Fahrgästen, die sich immer mal wieder, obwohl man es ihnen mehrfach sagt, bei in jedem Bahnhof im Türbereich befinden und die Tür nicht geschlossen werden kann. Da muss man denen das 3, 4, 5 Mal mit Durchsagen klar machen, dass sie bitte auf aus dem offenen Sie Türbereich fahren. treten mögen, damit die Türen geschlossen werden kann und wir abfahren können. Es ist wirklich tragisch, dass man das den Menschen immer und immer und immer und immer wieder sagen muss, bis sie es endlich mal raffen. Dadurch summiert sich das natürlich auch, wenn das an jedem Bahnhof ist. Es summiert sich einfach. Das ist halt leider so, die raffen es nicht, oder viele raffen es nicht. Naja, das man kann ja gar nichts machen. Man kann nur immer wieder denen versuchen, das klar zu machen, warum manche Dinge einfach nicht funktionieren, so wie sie es machen. Nichts anderes kann man machen. So, jetzt haben wir kurz 90 und dann dürfen wir endlich 160 fahren. Und auch, dass viele Fahrgäste hinter der weißen Linie treten, wenn sich da ein Zug nähert, und zwar nicht gerade langsam, zum Beispiel Güterzüge, die halten nicht an am Bahnsteig, die fahren noch nicht unbedingt mit 20 oder 30 km/h daran vorbei. Nein, die haben schon ihre 100 km/h drauf, größtenteils. Und wenn dann da, und ich weiß, wie windig das ist, wenn man da am Bahnsteig sitzt und spottet, da kommt ein ordentlicher Wind. Und wenn man dann hinter der Linie sich befindet, dann kann so ein Luftzug, so ein Sog einen einfach auf die Gleise werfen und dann ist Schluss mit lustig. Da hilft kein Notarzt mehr, da ist einfach Schluss. Aber das raffen so viele nicht, aber der TF ist am Ende dann der, oh geil, schaut mal. Der traumatisiert ist und dann vielleicht seinen Job nicht mehr machen kann, aber da denken viele überhaupt nicht drüber nach. Und das ist einfach traurig. Es ist einfach traurig. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist genauso, als wenn sich Leute aus Suizidgedanken vom Zug schmeißen. Die schmeißen sich einfach vom Zug, die sind tot und der TF ist traumatisiert. Fertig. Dem kann dann wahrscheinlich auch keine Therapie mehr helfen, nichts mehr. Der ist einfach fertig. Und das sind einfach so Dinge, wo viele nicht drüber nachdenken. Aber man redet da auch gegen Windmühlen, habe ich das Gefühl. Weil es passiert ja leider immer und immer und immer wieder. Das heißt, haben wir wieder mal eine Geschwindigkeitsbeschränkung, und zwar von 120 km/h für ein paar Minuten. Aber ja, das ist dazu. Haben wir da 40 oder ist das 140? Ich hasse es, wenn die Zahlen so dicht aneinander sind, aber 140, jetzt sieht man es. Also wenn die Zahlen so übereinander gelappt sind, dann siehst du nicht, welche Geschwindigkeit das wirklich ist. Dann siehst du nur zwei Zahlen und denkst, das ist 40. Aber ja, das ist auch nur meine Meinung. Also da steht eine RE mit einer 143 vorne dran. Oder eine 112. Ja, ihr könnt selber in die Kommentare schreiben, was es jetzt war. Ihr könnt das Video ja anhalten. An der Stelle. So, wir haben jetzt gleich noch 20 Kilometer bis Hamburg. Der Hansestadt im Norden. Wunderschöner Bahnhof. Immer wieder eine Reise wert. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ach, seht mal, eine einsame einzelne Lok. Sah aus wie eine 102, ne, 185. So, die Zahlen da, die sich da irgendwie so nacheinander abwechseln. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei 120. Ich glaube, da machen wir nichts verkehrt. Schauen wir mal, was gleich angezeigt wird. Ich glaube, die 160, die da zwischenzeitlich eingeblendet wurden, die waren da komplett lost.
glaube, die hatten überhaupt keine Bewegung. Das TÜV von 140 immerhin. Tun wir das. Das rote Signal quitt. Das ist schon mal viel, viel wert. Sorry. Da war ich mit der Maus kurz auf einem anderen Bildschirm und dann kommt sowas dabei rum. Terminator-Augen. Einfach geil. Ja, doch eine flüssige Fahrt zu werden jetzt. Wir hatten am Anfang irgendeinen Kollegen, der uns da ein bisschen in die Quere gefahren ist, möchte ich mal sagen. Den scheint aber jetzt abgeschüttelt zu haben oder überholt zu haben oder sonst wie. Auf jeden Fall war jetzt grüne Welle. Darf man das im Bahnverkehr so sagen? Grüne Welle? Beim Straßenverkehr heißt es ja grüne Welle. Ich weiß nicht, wie das heißt hier im Bahnverkehr, ob man das da sagen darf. Fahrtfrei, grüne Welle. Ihr könnt mich gerne aufklären in den Kommentaren. Hamburg-Lübeck ist jetzt nicht unbedingt eine LCB-Strecke. Ich glaube, das kann man ganz klar so sagen. Aber es ist trotzdem eine sehr schöne, angenehme Strecke. Man fährt nicht zu schnell, man fährt nicht zu langsam und muss nicht zu viel arbeiten, finde ich. Also, dass man jetzt hier irgendwie langsam Fahrstellen hat, dass man ständig irgendwie mit der PTB arbeiten muss, sondern man hat hier eigentlich einen schönen flüssigen Fahrvorgang, schön mit 140. Wenn man jetzt nicht gerade dauernd HP0 hat, hat man eigentlich eine schöne, flüssige Fahrt hier. Von Lübeck nach Hamburg und doch ist eine sehr, sehr schöne Strecke zu einem sehr, sehr schönen Bahnhof. Ich glaube, so kann man das wohl sagen. Das Einzige, was man hier machen muss zwischendurch, ist natürlich die SIFA drücken. Ansonsten kommen einem hier schöne KI-Züge entgegen und man hat eine schöne, flüssige Fahrt in die Hansestadt. Ich liebe diesen Super Zoom. Wie gesagt, den findet ihr oder könnt ihr so machen, wenn ihr den Gott-Modus herunterladet. Installiert auch zu finden auf der Seite www.trainsimcommunity.de. Habe ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht oder einen Link zu in die Videobeschreibung gepackt, wo ihr das Ganze dann findet. Ihr könnt ja auch diesen Super Zoom machen. Einmal komplett nach vorne. Also das ist schon echt ordentlich weit, finde ich. Man kann hier komplett um die Kurve gucken. Und einmal natürlich hier komplett nach hinten. Das Gleiche könnt ihr natürlich draußen machen, auch komplett hier rein. Also den Zug praktisch jeden einzelnen Dreck könnt ihr da erkennen und ihr könnt natürlich auch komplett zurück gehen. Wie gesagt, das ist möglich, wenn ihr den Gott-Modus habt. Also wenn ihr den Gott-Modus habt, dann habt ihr auch die Möglichkeit hier oben verschiedene Dinge zu machen, zum Beispiel das Wetter verändern und so weiter und so fort. Genau, das ist dann möglich, wenn ihr den Gott-Modus habt. So, 120, gut, das sind doch nur noch 9 Kilometer.
wenn wir jetzt mal so langsam, aber sicher dann hier wahrscheinlich auch eingebremst. Ich wusste das nämlich am Anfang, wo TSW 5 rauskam, da waren ja die ganzen Mods und das war ja alles weg, klar, logisch. Da wusste ich nämlich auch nicht mehr, wie man das immer wieder mit dem Gottmodus hinkriegt. Ach, mit dem Gottmodus, sag ich schon, mit dem Super Zoom. Und habe mich dann erstmal informieren müssen und ja, klar, durch den Gottmodus geht das. Ich dachte, man müsste da irgendwelche Einstellungen vornehmen in den Grafiken, Bildschirm und so weiter, aber nein, es liegt alleine an dem Gottmodus. Der ist dafür verantwortlich, dass ihr diesen Super Zoom machen könnt. So, ich denke mal, dass nicht noch 100, ich denke mal nicht, dass wir jetzt noch hier großartig höhere Geschwindigkeiten fahren werden. Für die letzten 6 Kilometer würde ich jetzt mal so tippen. So, jetzt hier, ah, da kommt das Riesenrad. Das könnt ihr ja in der Mastery freispielen. Ihr bestimmte Herausforderungen meistert, dann könnt ihr unter anderem das Riesenrad hier auf der Strecke freischalten. Dann seht ihr das bei jeder Fahrt. Habt ihr, wenn ihr nach Hamburg oder von Hamburg nach Lübeck fahrt und hier dran vorbei, dann seht ihr das. Abends, wenn es dunkel ist, dann sieht es natürlich noch besser aus, wenn es dann beleuchtet ist. Also wirklich eine sehr schöne Sache. So, jetzt haben wir gleich 100. Mal auf 100. Dann haben wir gleich Einfahrt in den Hamburger Hauptbahnhof. Das dauert aber noch so eine Zeit, weil nur weil wir gleich in Hamburg sind, wir noch lange nicht am Bahnsteig. Das zieht sich dann noch ein bisschen, bis wir endgültig am Bahnsteig sind. Gleis 8 werden wir übrigens halten. Ich glaube, das ist wieder ziemlich in der Mitte von Hamburg. Oder vom Bahnhof, sagen wir mal. So, hier wird wieder fleißig gebaut. Hier überall, fast glaube ich auf jeder Strecke irgendwo, dass der gebaut wird und nie fertig wird. Das sind da diese Baustellen, diese Ewigbaustellen. So, gehen wir schon mal auf 80. Wahrscheinlich gleich eh quittieren müssen. Andere mögen das vielleicht ein Stückchen später machen, dass sie runter auf 60 gehen. Das mag alles sein. Ich für meinen Teil mache das gerne ein bisschen früher, damit da nichts anbrennt, weil der braucht auch manchmal noch ein bisschen zum Bremsen. Ihr seht das, wir sind noch lange nicht auf 60. Und die 60 rücken schon verdammt nah ran. Also das muss jeder selber entscheiden, wie er es macht. Rotes Signal. Können wir hier mal quittieren? So, ihr seht, ich habe es eigentlich früh genug gemacht, trotzdem sind wir noch 1 km drüber. So, ich würde sagen, wir gehen schon mal unter 40. Weil ich habe so ein dummes Gefühl, wenn das da gleich abläuft, dass dann gleich direkt der rote, der 500 Hz-Magnet kommt. Ich habe keine Lust, deswegen in das Zwangsbremsen zu kommen. Absolut nicht. So, komm, unter 45. Brav. Jetzt sind wir safe.
Vielleicht ändert sich es ja noch. Aber anscheinend ist unser Einvergleis besetzt, so wie ich das sehe. Wo haben wir denn das rote Signal? Nicht, dass ich das jetzt überfahre. Das dürfte hier sich irgendwo unter der Kurve befinden, am Ende des Bahnsteigs oder. Da vorne, ich sehe es jetzt. Jetzt haben wir es gesehen kurz. Rot leuchtend. Da hinten. Achso, das sind die vom Nachbargleis. Das muss doch hier irgendwo. Jetzt haben wir 500. Ach, hier den Berg hoch. Klar, da haben wir öfter rot. Das kennen wir schon. Und meistens rot, wenn wir hier nach Hamburg fahren. Dass wir da erstmal warten müssen. Weil da jemand von vorne kommt. Von so einem Gleisabschnitt. Also ich habe, glaube ich, gefühlt, wenn ich jedes Mal Hamburg fahre, habe ich jedes Mal rot hier an der Stelle. Ein bisschen Leistung müssen wir aber noch geben, sonst bleiben wir viel zu früh stehen. So, dann schauen wir mal, wer da der Übeltäter ist. Oder kommt einer von hinten? Nö, sieht jetzt aktuell nicht so aus. Dann vielleicht jemand von vorne, der uns da im Weg steht. Ihr seht ja, das ist noch ein ganzes Stück bis zum Bahnhof. Schauen wir mal, vielleicht sehen wir ja was. Auch das gehört zum Hamburger Hauptbahnhof dazu. Ständigen Martin-Töller, ich denke mal, der IC wird der sein, der uns da im Weg steht. Da gehe ich jetzt mal stark von aus, dass der das sein wird. Na. Das sieht mir verdächtig danach aus, dass der das ist. Bitte der mit Steuerwagen? Würde mich jetzt mal interessieren. Und fährt er? Er fährt nicht mit Steuerbahn. Auf jeden Fall ist er mit Sicherheit derjenige, weswegen wir rot haben. Auch hier geil, ne? Dass die Bahn, hier Bahngleise drüber gehen und sich das alles kreuzt. Das ist schon echt. Der Hamburger Hauptbahnhof ist schon wirklich wunderschön. Wohin geht es denn dieser Abzweig? Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Wohin das geht, welche Richtung. Würde mich mal interessieren, wenn, ob ihr das wisst. So, wir dürften jetzt gleich weiterfahren, der da verschwunden ist. Genau. Na komm. So, wir bleiben erstmal mit 20. Obwohl, nö, brauchen wir eigentlich nicht. Können wir 40 bleiben, weil das nächste rote Signal ist am Hauptbahnhof, also am Bahnsteig. Können wir erstmal bei 40 bleiben. So, und deswegen hatten wir rot, weil wir nämlich hier auf das Gleis des ICs wechseln und das hätte dann böse gekracht. Deswegen hatten wir natürlich rot und mussten den IC vorbeilassen. Das war der Grund des Ganzen.
ganz außen. Interessant. Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir erreichen Hamburg Hauptbahnhof unserer vorläufigen Endstation. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und würden uns freuen, wenn Sie mit einem der nächsten Züge des DB-Fernverkehrs reisen würden. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Was ist das denn jetzt, was da so die ganze Zeit sich an wie ein Knopf? Das rote Signal wieder direkt dahinter, das finde ich ja schon wieder großartig. Nicht. Setzt das rote Signal nicht zu dicht hinter dem Ziel. Also, ja. So, das war unsere kleine Fahrt mit dem ICE 3M Soundmod. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr da einen Daumen nach oben da lasst, ein Feedback da lasst, einen Kommentar da lasst, wie ihr das Ganze seht, wie ihr den Soundmod vor allem findet. Das würde mir auf jeden Fall helfen. Das würde dem Miron auch freuen, wenn ihr da dem Ganzen mit Feedback gibt, weil er hat ja schließlich den Mod auch veröffentlicht. Und ja, wenn ihr damit, wie gesagt, sehr zufrieden seid, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben Platin erhalten, das war jetzt auch nicht so schwer. Wir haben eine kleine Geschwindigkeitsüberschreitung gehabt. Das ist aber, glaube ich, zu vernachlässigen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Das war's, die Fahrt mit dem ICE 3M BR406 von der Deutschen Bahn von Lübeck nach Hamburg auf der Strecke Hauptstrecke Hamburg-Lübeck. Mit dem Soundmod gibt es übrigens, wie gesagt, auch für die BR403. Das Ganze auf der Seite trainsimcommunity.de. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer, der Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.